Dichter und Denker, Staatslenker und Krieger, Erfinder und Revolutionäre. Wenn es um die großen Wendepunkte der Geschichte geht, sind die Frauen meist geflissentlich übersehen worden. Das Vorarlberger Frauenmuseum Hittisau hatte sich zur Aufgabe gemacht, diese Frauen vor den Vorhang zu holen und ihre Geschichten zu erzählen. In unserer Reihe Museum für zwei führt jetzt die Direktorin des Museums, die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer, durch ihr Haus. Alle Folgen unserer Reihe können Sie übrigens auch im Internet nachschauen unter tv.orf.at/museum-für-zwei. Hallo Monika. Schön. Gut angekommen. Ja, alles fest. Ja? Na, da komm, dann gehen wir gleich rein. Schau, das ist eben ein Bild, das ich persönlich sehr, sehr mag, obwohl es so winzig klein ist, aber es ist Louise Bourgeois, eine ganz wichtige Künstlerin. Ja, die Louise Bourgeois, die kenne ich natürlich schon, die begleitet mich schon so lang und ich finde sie als Künstlerin unglaublich interessant. Und die war natürlich sehr an ihrer Familie gehangen, also hat Probleme mit dem Vater und ist ganz fixiert auf ihre Mutter und dann hat sie halt über das Frausein auch viel nachgedacht. Und ich meine, das Bild sieht für mich aus, als wollte sie das Kind gar nicht hergeben. Sie möchte es zurückbehalten, sie möchte es gar nicht aussetzen der Welt. Das stimmt, das heißt ja auch, Welt ist ein Child, also es ist wirklich so das Zurückhaltende das sich wehrende Kind fast schon. Ja. Wir haben hier eine Taufspritze. Das hatte jede Hebamme im Hebammenkoffer. Warum? Weil seit dem Konzil von Trient war ganz klar, ein totes Kind darf nicht auf dem Gottesacker begraben werden. Die Seele musste gerettet werden und um das zu gewährleisten, ist man wirklich mit diesem unglaublichen Ding in die Körper der Frauen gefahren und hat im Mutterleib getauft. Entsetzlich. Es gibt sogar eine Steigerung und das ist nämlich die hier, diese Pravat-Spritze. Und die kennen wir eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg, weil da hat man dann gleich mit dieser langen Nadel durch die Bauchdecke gespritzt. Wahnsinn. Das ist bestialisch. Ja, mir fehlen die Worte. Wirklich, ist unglaublich. Und dann mit diesem verlogenen Getue, dass die Seele gerettet wird von dem Kind, das noch gar nicht geboren ist. Die Frau ist völlig egal, die Frau ist eigentlich völlig unwichtig. Die ist gar nicht vorhanden. Das ist zum Beispiel ein Werk von einer Schweizer Künstlerin, von Nesa Gschwend. Und da hat sie die Textilien ihrer Familie, ihres Eltern- und Großelternhauses verarbeitet in einem Kunstwerk, weil sie sagt, diese Textilien sind sowas wie Erinnerungsspeicher, weil ihre ganze Familie ist in diesen Textilien gezeugt worden, geboren worden, gestorben worden. Und insofern ist da alles verwoben mit allem, was irgendwie zur Familie gehört. Ich finde es sehr nachvollziehbar, dieses Bild. Aber merkwürdigerweise fällt mir zuerst auf das Rot, das mir wirklich vorkommt wie Menstruationsblut. Mhm. Und dann dieses aufgerichtete Ding, wie ein Penis aussieht. Das ist interessant. Das finde ich merkwürdig. Und dass diese alten Sachen wichtig sind. Ich meine, die hat sie sich ja auch nicht gewaschen, die hat sie sich ja so genommen, wie sie waren und sie verarbeitet. Mhm. So als ob sie noch ein Stück von diesem Menschen mit auf das Bild bringen wollte, oder? Genau, das wird sie so richtig verweben. Ja, sie nennt es ja tatsächlich Living Fabrics. Ja, ich finde es unglaublich intim, dieses spannende Objekt. Die Idee bei diesem Raum war eigentlich von Anfang an, das Modell von der Anka Dürr in ein Gebäude zu übersetzen. Natürlich als Experimentierraum, das ist eigentlich ein Kunstprojekt. Und bei dem Raum geht es ja nicht primär darum, eine Geburt möglich zu machen, sondern so einen Erfahrungsraum zu machen.
Wie riecht es? Wie schaut das Licht aus? Wie fühlt sich das Material an? Aber theoretisch könnte natürlich auch eine Geburt da stattfinden. Es hat auch schon Anfragen gegeben, aber eben prinzipiell geht es darum, diese Dinge wirklich erfahrbar zu machen. Gut, den Kopf. Aber es ist schon ein cooles Ding geworden, oder?